Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Video meiner Tänzerreihe in Anführungsstrichen. Wir haben letzte Folge gesehen, wo wir zum Tänzer werden und wie wir zum Tänzer werden. Und jetzt geht's mit der Quest hier weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir schon mal so ein bisschen die Skills durchgelesen. Find's momentan nach dem doch sehr geradlinigen Red Mage sehr, sehr verwirrend. Das heißt, wenn jemand von euch jetzt durch Zufall das Video guckt, der sich mit dem Dancer auskennt, schreibt mir doch mal irgendwie in die Kommentare so eine Rotation, Prioritätsliste, wie auch immer, wie ich kämpfe, weil ich finde den schon mega, aber ich durchschaue ihn momentan tatsächlich noch nicht so ganz. Gucken wir gleich mal, wie ich mich im Kampf anstelle. Weil bislang war es immer so, dass man auch mal ein bisschen kämpfen musste schon in der Klasse, in der Jobklasse. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Es sieht auf jeden Fall mega cool aus. Und so wie ich das sehe, war meine Intuition gerechtfertigt. Velvet hat jedes Quäntchen Wissen und alle Fähigkeiten aus ihrem Tänzerkristall herausgekitzelt. Nicht schlecht für den Anfang. Nicht schlecht, Tanzmeisterin? Normalerweise dauert es doch eine ganze Weile, bis man die Grundtechniken richtig verinnerlicht hat. Wenn Velvet sie auf Anhieb verstanden hat, stehen die Zeichen für unsere Truppe gut. Wir sollten nicht allzu spendabel mit den, Vorschusslorbeeren sein. Nicht, dass es ihr zu Kopf steigt, aber dieser Neuzugang eröffnet unserer kleinen Truppe neue Möglichkeiten. Nun, da wir alle beisammen sind und wir ein neues Mitglied in der Gruppe haben, möchte ich euch noch einmal meine Pläne für unseren Aufenthalt hier in Eorzea darlegen. Ich habe es in meinen Gesprächen mit Velvet bereits erwähnt. Das Ziel unseres Gastspiels in Eorzea ist es, seinen Bewohnern Mut für die Zukunft zu machen. Die siebte Katastrophe hat verheerende Schäden an Land und Leuten hinterlassen. Viele sind entwurzelt und tragen großes Leid in ihren Herzen. Der Tanz spendet Trost und Hoffnung und ist Ausdruck von Lebensfreude. Limsa Luminsa war die erste Station unserer Rundreise. Sie wird uns über Ulda, Gridania und Ishgard nach Alamigo führen. Dabei waren wir das von der Außenwelt abgeschlossene Ishgard. Dabei werden wir das von der Außenwelt abgeschlossene Ishgard und die galäische Provinz Alamigo zum Schluss besuchen, wenn wir einen Weg hineinfinden. Wir werden auf jeden Fall nach einer Gelegenheit Ausschau halten, unsere Kunst auch dort zu vermitteln. Das heißt, wir haben noch drei Stadtstaaten, in denen wir unsere Tänze aufführen könnten. Damit wir keine Schwierigkeiten auf unserer Reise bekommen, müssen wir jedoch rasch Vorbereitungen treffen. Schließlich brauchen wir an allen Orten Bühnen und Genehmigungen für unsere Auftritte. Wir benötigen einen Unterstützer für unser Gastspiel. Ein Mäzen muss her, richtig? So ist es. Wir können nicht alle Tänze im Untergrund abhalten, wie hier in Limsa Luminsa. Ohne Befürworter wird uns auf unserer Gastspielreise möglicherweise die Einreise verweigert. Und wenn wir an jeder Station horrende Gebühren bezahlen oder Beamte bestechen müssen, wird in unserer Reisekasse schneller Ebbe herrschen als im Hafen von Ras Adhan zur Gezeitenwende. Glücklicherweise haben wir schon jemanden in Eorzea ausgemacht, der die Kunst des Tanzes zu schätzen weiß und über tiefe Taschen und weitreichende Verbindungen verfügt. Er wird uns vielleicht die Weiterreise ermöglichen, wenn wir seine Gunst gewinnen. Allerdings hat er seine Unterstützung nur unter der Bedingung zugesagt, dass wir eine originelle Tanzdarstellung liefern, die bislang noch nirgendwo aufgeführt wurde. Originelle Tanzdarbietung? Das heißt, wir müssen uns etwas Neues einfallen lassen? Ich? Du guckst mich so an. Ja, unser zukünftiger Gönner ist da sehr wählerisch und kennt sich hervorragend in der Welt des Tanzes aus. Ein gewöhnlicher Nomadentanz aus dem Nahen Osten wird nicht ausreichen, um ihn zufriedenzustellen. Wir müssen etwas Außergewöhnliches anbieten. Auch wenn die Hürde hoch sein mag, das Schicksal hat uns bereits eine Antwort auf das Problem gegeben. Velvet. Da wir jetzt eine Tänzerin mehr haben, können wir den Kriegstanz im Duett zeigen und demonstrieren, dass unsere Kunst nicht nur der Unterhaltung dient, sondern in ihr die schrecklich schöne Furie des Krieges schlummert. Rana Migo wird auf der Bühne die Antagonistin spielen und unser Neuling wird zeigen, was sie gelernt hat. Die Aufführung wird viel Improvisationstalent von beiden verlangen.
Aber es wird dem Zuschauer auch ein Gefühl von Authentizität vermitteln und bietet die Chance zu zeigen, welch tödliche Grazie und überirdische Harmonie im Kriegstanz steckt. Ich verstehe. Das heißt, wir sollten möglichst viele Kriegstanztechniken zeigen und so die Unterschiede zum Bühnentanz herausstreichen. Das wird spaßig. Zieh nicht so eine finstere Miene, Velvet. Das wird schon. Du wirst deine Sache gut machen, da bin ich überzeugt. Die Tanzmeisterin und ich stehen an deiner Seite und du kannst nach Herzenslust improvisieren. Ich werde mich an deine Techniken anpassen. Gemeinsam werden wir einen Bühnenzauber veranstalten, der die Leute sprachlos zurücklässt. Wenn sie so, ja, begeistert ist, dann warten wir mal ab. Rana hat recht, Velvet. Du hast bereits einiges an Erfahrung im Kampf gesammelt und viele Kriegstechniken gelernt. Unter meiner Anleitung wirst du eine hervorragende Tänzerin. Also gut, wir sollten nun aufbrechen. Unser nächstes Ziel ist die Sonnenküste. Dort am Strand liegt unser nächster Aufführungsort und unser Finanzier erwartet uns. Okay, die Sonnenküste also, das ist schön. Sonnenküste ist definitiv mit eins meiner Lieblingsgebiete, das ist sehr, sehr hübsch da. Nimm. Hier, Karte, genau da. Da teleportieren wir uns jetzt natürlich hin. Das spart Unmengen an Zeit. Wenn wir jetzt von hier bis ins östliche Lanoskea an die Sonnenküste reiten wollen würden, das würde schon ziemlich viel Zeit kosten. Deswegen nutzen wir natürlich die Ätheriten, die uns zur Verfügung stehen, um uns von A nach B zu teleportieren. So, mir fällt gerade auf, dass ich noch gar keine Mounts hier rausgezogen habe. Warte mal. Wo haben wir denn die Mounts? Hier. Ich muss meine CE noch einlösen. Ich habe die nämlich aufgewertet. So. Ha. Warte mal. Ist das die richtige? Nein, das ist nicht die richtige. Nein. Hier müssen wir hin. Ihr habt euch beide in Schale geworfen? Sehr gut. Dann lasst uns mal bei unserem neuen Freund Meister Gegeruyu vorsprechen. Ach Gott, der schon wieder. Kennt ihr den noch von früher? Das ist ein etwas komischer Kauz. War das nicht ein Lalafehl? Ja, ne? Ja. Meister Gegeruyu, es ist uns eine große Ehre, euch kennenzulernen. Ich heiße Nashmera und ich bin die Lehrerin unseres kleinen Ensembles. Darf ich euch vorstellen? Dies sind die beiden überaus talentierten Tänzerinnen von Falsia, Rana Migo und Velvet. Willkommen an meiner bescheidenen Sonnenküste, dem Ort, an dem die Muse selbst zu Hause ist. Ich habe euch bereits sehnsüchtig erwartet. Ein Mann von Geschmack, wie ich es bin, benötigt ständig neue Reize. Ich muss gestehen, euer bezaubernder Anblick ist eine wahre Wonne für einen Liebhaber der schönen Künste. Und ich bin überrascht, dich hier zu sehen, Velvet. Dazu noch im Kostüm einer Tänzerin. Aber sag, meine liebe Nashmera, du hast mir eine vorzügliche Auslese mitgebracht. Allesamt wahre Prachtexemplare von Tänzerinnen, kein Zweifel. Doch wie steht es mit dem Hauptgang? Tag ein, Tag aus muss ich mir die immer gleichen Darbietungen von den immer gleichen Amateuren ansehen. Du wirst verstehen, dass es einen Kenner mit der Zeit anödet. Mich verlangt es nach dem Außergewöhnlichen, dem Einzigartigen. Ich gehe davon aus, dass du bereits eine originelle Idee hast. Und ob, verehrter Gegeruyu, der Titel unserer erlesenen Aufführung lautet Das Erblühen der Gabe und ich kann euch versichern, dass ihr begeistert sein werdet. Eine derartige Aufführung hat Eosea noch nicht gesehen. Ich habe ja auch noch nie was aufgeführt. Einfach nichts anmerken lassen. Oh je, oh je, oh je. Hm.
Wenn man das erste Mal eine Vorführung gibt, dazu noch in der Hauptrolle, kann man schon mal etwas Lampenfieber bekommen. Du trittst zunächst gegen unsere Überübungsmarionetten an. Du kannst dich also ganz in Ruhe auf deinen Kriegstanz konzentrieren. Der Kriegstanz ist in erster Linie eine Kampfkunst und dafür geschaffen, den Gegner graziös und effizient zu überwältigen. Ich und die Musiker werden dir Beistand leisten. Das ist nicht dein erstes Gefecht. Du wirst es schaffen. Bist du bereit für deinen ersten Auftritt? Oh, wir versuchen es einfach mal. Das ist die richtige Einstellung. Also los, lassen wir den Sand brennen. Oh oh. Ich habe meine Skills schon mal einfach ein bisschen hin und her gezogen, aber ich habe noch keine Ahnung, ob das wirklich sinnig ist. Wahrscheinlich mache ich mich jetzt gleich komplett hier zum Tanzäffchen. Ich weiß, du hast noch nie einen richtigen Auftritt durchgestanden, aber heute brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen. Verlass dich auf deine Kampferfahrung und folge meinen Anweisungen. Rana wird sich deinen Bewegungen anpassen und deinen Schatten werden. Lass der Tänzerinnen dir freien Lauf und zeige, was es bedeutet, wenn eine Gabe erblüht. Okay. Eieiei, packen wir es an.